Und wieder ein Roblox-Video. Ich habe mir dieses Mal den Einkaufs-Tycoon ausgesucht. Kostet das 0 Dollar? Ich habe auch 0 Dollar. Jetzt kriege ich pro Sekunde 1 Dollar. Jetzt habe ich in meiner Tasche wie viel Dollar? 5 Dollar in meiner Tasche. Aber ich kriege auf einmal 15. Bitte gib mir 10 Dollar. Danke. Das waren vor allem 10 Euro. Was kann ich denn hier drücken? Ich mach das einfach alleine. Ich habe aber immer noch nicht genug. Aber lass mich mal kurz. Das hey, was hab ich jetzt gekauft? Ach so, die Einkaufs. Ach so, sonst wäre es billig. Richtig. Noch 40. Ja, okay, da sind aber viel größer als meine. Also ich habe nicht genug Dollar. 120 Dollar kriege ich jetzt. Oh mein Gott, jetzt ist es hier drin. 60. Einmal. Jetzt habe ich 300.000. Jetzt habe ich Security. Soll ich an oder aus? Kann ich ja noch nicht mal. Achso, ich hab dich. Hallo, warum geht's nicht an? So jetzt. Es kommt ja niemand durch. Ist das ein Kunde oder? Oh mein Gott, glaube ich. Achso, ich habe nicht genug Geld, aber ich will das auch nicht. Aufzug. Was? Typ. Es gibt bis zu 12 Etagen. Da muss ich, glaube ich, viele Videos machen. Papierladen, Videoshop. Mehr für euch. Tiere deswegen, obwohl ich kein Wolf bestimmt mache. Ich mag heute Tiere dafür. Ich mag Tiere. Wenn ich mal eine andere Person. Was gehe ich dafür? Papierfisch. Immer noch was für ein Papierfisch. Die wird heute im Eis. Diese Box wird heute bei. Die erste Etage ist der, weil ich für die Kosten.
so lange nicht geredet habe. Also, ihr habt jetzt sicher schon mich für den Shop entschieden, tut mir leid. Sechsten Shop. Hier bin ich eine Badebombe. Und das ist auch. Aber das sieht auch irgendwie komisch aus. Sehe ich auf der richtigen Seite, oder? Das meint ihr, schreibt es in die Kommentare. Und ich habe ihn auch nicht sau viel. Und ich gebe jetzt Geld und dann habe ich hier jetzt bereit gemacht. Ja. Kaufen wir jetzt mal den. So, ja. Aber Junge, das ist quasi nicht eine gute Party oder nicht gehen. Aber Wallace hat sie auch benutzt. Nee, nee, sei mal, ja. Also ich, wir haben jetzt auf unserer Sprache geredet, das versteht ich nicht. 3.500. Da. Aber ich kaufe lieber das für 3.500 und sicher für mich, dass es unter der Decke ist. Und ich frage mich, ob das gar nicht so viel oder Mensch, ist es bei mir will. Wenn ich jetzt schlag. Kaufe Pflanzen. Nein, erstmal angeln. Dann da würde ich noch brauchen. Hallo? Warte mal. Ich hab's wieder gelöst. Oh. Hey, ich war mal jetzt mal. Jetzt habe ich dann einer Seite alles. Oh, hat ihr die? Dreht ab. Nein, ich warte hier nicht. Und mein Geld abholen hier. Voll viel. Dann habe ich den nächsten Laden. 1,9. Dann hole ich jetzt noch schnell Geld ab und ich habe Geld abgenommen und jetzt gehe ich zurück und kaufe das. Elektronik natürlich. So, ich Geld ab, dass ich dann nochmal was da habe. 2000 Euro. Mäuse? Computers, Computer, aber keine Handys. Aber ist egal. Warum ist das der erste, was teuer ist? Allgemein, allgemein Schönheit. Das hier kann ich mir noch leisten. Allgemein alles. Ich hab schon fast alles, ich hab schon die erste Tage fertig.
greif mal an. Das Boden kaufen wird. Also 5,2. Jetzt hat mein Lamm so einen schönen geraden Boden. Muss nicht so hässlich aussehen. Aber er ist da gegenüberliegend. Oh, das ist nicht so gut. So. Das mache ich immer. Kopflach. Oder ich hab noch hier immer. Hä, was hast du das gegessen, was meine Pläne als letztes gegessen hast? Hast du sie wegschmeißen? Sie war drüben, aber. Ja, aber deswegen musst du sie wegschmeißen, oder? Nein, ich muss sie wegschmeißen. Du hast sie jetzt als letztes. Aber wer hat sie als letztes auch angegessen? Ich nicht. Doch, du hast mir alle aufgegessen. Aber du hast es auch. Die tut alles immer mit den Händen über die Hände und so eingekuttet. Und dann wegen die Hände verlieren. Ja, Eiche. Wegen die verlieren die Hände. Ja, Eiche. Chantal, sei leise. So, mein Sprung. Was war das? Chantal. Jetzt wird es hier viel, viel besser. Oh, tut mir leid, ich musste noch schnell meinen Eltern was geben und ich streite wie immer umhin. Aber mindestens habe ich jetzt fast 20.000 Euro. Und ihr könnt ja die ganze Zeit sehen, wo ich 20.000 Euro hatte. 3.100 Kleidung, Essen, Elektronik. Natürlich more Elektronik. Ja, okay, hier sind Uhren. Was ist hier? Gar nicht. Keine von denen. Was ist denn hier zum Kaufen? Wagga mal. Ist hier viel zum Kaufen? Was wird das denn überhaupt? Hier sind ja noch Läden. Ich bin noch nicht mehr ganz fertig. Ich will noch zwei. Was ist das? Rolltreppen kaufe ich für 20.000. Ja, moin. Wie soll ich hier noch aufgeben? Ich kann jetzt auf die 20.000 sparen, aber nein, dahin muss ich noch was kaufen. Oder wenn ich mich schlange, dann kann ich nicht mehr kaufen. Okay. Dann hab's fertig. Okay, Leute, ich bin wieder da und jetzt gucken wir, wie viel Geld ich habe. Ich hab's auch kurz laufen gelassen. Ich hab jetzt 16.000. 40.000! Natürlich Aufzug. Ja, Mann, ich habe keinen Bock.
Wie, ich komme nicht nach unten. Achso, jetzt. Oh ne, wir schon wieder nach oben. Geländer. Ich weiß, das war ein bisschen dumm. Ignoriert das mal einfach. Ich habe jetzt 12k und das kaufe ich nicht das kleine Zeug, weil das 12.000 viel verlangt. Da kann ich eigentlich das Klapp noch nicht ohne. Ja, okay, jetzt hätten wir ohne zum Bewegen. Aber eigentlich ich bin noch nie auf einer Rolltreppe gerannt. Aber angeblich kann man da richtig leicht fallen und sich nicht verletzen. Und natürlich. Ich gehe doch die richtige. Aber ich weiß, ich gehe die falsche hoch, aber ich weiß. Aber ich habe das immer als Kind gemacht. Ich bin nicht so. Ja, man hat mich gemacht, in einem Video gemacht. Ja, ist aber jetzt einfach egal, ignoriert sie. Und jetzt. Oh mein Gott, ich stecke in den Rolltreppen fest. Achso, hier oben gibt's auch ein Geld. Dumm bin ich. Essen, Essen, Schönheit, Schönheit. Ich hab jetzt genug. Ich besuche mal jetzt hier den besten Rangliste, wie viel da bin ich? Ich bin vorletzter. Jetzt bin ich sogar dritter. Jetzt mal zum Best mit 5-6 Details. Das soll es gewesen sein mit dem Einkaufshaus-Simulator. Das soll es gewesen sein. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr noch eine positive Bewertung da lassen, wie Abo oder Like. Und bis nächstes Mal. Vielleicht kommt morgen noch ein zweiter Part. Tschüss.